User joined your channel. Ist das hier? Dieser Raum? Space. The final frontier. Ja, ich bin noch nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wie meine Qualität heute ist, denn ich bin in der Küche. Du hast ein bisschen mehr Hall, aber das finde ich gar nicht schlecht, weil so wirkst du ein bisschen räumlicher. Ich habe Hall, weil die Küche ist recht offen. Klingt aber gut, finde ich. Also nicht so unangenehmen Hall, sondern so ein natürliches Raumgefühl, wenn du redest. Echo, Echo, Echo. Ich mache aber auch noch Hintergrundgeräusche. Denn ich backe heute einen Fertigkuchen. Live auf Sendung. Finde ich super. Brownies. Mit Handrührgerät? Nein. Schade. Ich rühre tatsächlich von Hand. Ich muss kurz hier noch ein paar Dinge zumachen. Moment. Gut, dann mache ich schon mal den Backofen an. Ja. Ich muss den eigentlich vorheizen. Was passiert denn, wenn ich hier... Ja. So, Teamspeak, so. Terminal, Tooltips, mehr brauche ich doch nicht. Oh. Wenn ich den Laptop auf den Herd stelle, macht der Piep. Verdammte Illusion. Der Laptop oder der Herd? Beides. Ich könnte mir jetzt auch so rein aus der Hüfte geschossen vorstellen, dass Induktionsfelder nicht das Beste für Notebooks sind. Ja, also ist ja eigentlich aus, also der Herd. Ja, okay. Aber ich muss eh hin und her stellen, weil ansonsten ist mein Kopfhörerkabel ein wenig zu kurz. Mhm. Und ja. Hi. Na? Was haben wir denn heute für einen Tag? Montag haben wir Sterbtag. Heute. Sterbtag. Ah, sag ich ja Montag. Aus dem Geruch nach bin ich schon gestorben. Ach, du bist das? Ja. Da bin ich beruhigt. Ja. Aber es ist nicht alles schlecht, es gibt auch positive Nachrichten. Oh. Ich kriege jetzt keine Stromschläge mehr, wenn ich mein Audio-Interface anfasse. Und was ist daran positiv? Ich fand das immer sehr süß. Nein. Ich konnte dein Skelett sehen. Genau, deshalb weißt du auch, dass ich gar nicht dick bin, sondern nur schwere Knochen habe. Ja. Sehr, sehr komprimierte Knochen. In einer sehr, sehr dicken Fettschicht. Aber eine fluffige Fettschicht. Macht's nicht besser, oder? Ja, ich muss an das Teigmännchen denken von diesem Film mit dem Teigmännchen. Ja. Ach so, ja. Also es gibt verschiedene Filme mit Teigmännchen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dieses große, fluffige. Nein, da weiß ich nicht. Oder meinst du das aus Ghostbusters 2? Das war ein Marshmallow, ja. Ja, das waren Marshmallows. Nein, ich dachte, du meinst jetzt den Ginger Dead Man, den ich mal empfohlen hatte. Ich habe schon lange keinen Film mehr empfohlen. Stimmt. Aber es war Sommer, ich habe irgendwie kaum was geguckt. Danke für diesen Peter Maffay-Ohrwurm an dieser Stelle. Gern geschehen. Du kannst ruhig laut singen. Nein. Gut. Ja, wie ihr wieder merkt, wir haben vorher Zettelchen gezogen und unser Podcast hat das inhaltslos erwischt. Und deshalb weiß ich auch nicht weiter.
Verdammt. Ist denn seit unserer letzten Aufnahme etwas Nennenswertes geschehen? Außer, dass du keine Stromschläge mehr bekommst. Was war denn unsere letzte Aufnahme? Das ist schon ein bisschen her, ne? Das war das Ding da mitten in der Nacht. Ja. Ich spiele da mit meinen Eiern rum. Das habe ich am Geräusch gehört. Jetzt, wir wollten nicht aus der Packung. Ja klar, das war jetzt auch ein bisschen doppelt, am Geräusch gehört. Was ist denn so passiert bei mir? Ich habe das Gefühl, es war sau viel los, aber ich kann dir nicht mal sagen, was. Jobsuche läuft. Ja, kenne ich. Ich habe überlegt, ob wir hier ein bisschen mehr Qualität in dieses Programm bringen sollen, aber... Aber es wollte keiner machen. Also von uns übernehmen. Ja. Tja. Keine Ahnung, was es Neues gibt. Und bei dir? Ich hole gerade das Öl. Obwohl ich nicht genau weiß, ob es reicht. Nein, es gibt eigentlich nichts Neues. Ich versuche irgendwie so einen halbwegs normalen Tages-Nachtrhythmus hinzubekommen. Und? Klappt? Halbwegs oder? Also, es ist schon besser geworden, aber richtig klappen will ich noch nicht sagen. Okay. Ich hatte recht, es ist nicht genug Öl. Olivenöl geht wahrscheinlich nicht, weil es zu eb schmeckt. Ja, aber ich müsste... Oh. Ah, da ist er wieder. Ah, war ich weg? Ja, du warst weg. Dann ist es ja gut. Ist, wenn die Vorratskammer in Blei ist. Ja, ich habe doch Sonnenblumenöl gefunden. Sehr praktisch, weil in der Bleivorratskammer kann man seine radioaktiven Präparate aufbewahren. Ja. Und Nudeln. Ich gucke in Teamspeak, was ich alles brauche. Das steht nur da nicht. Naja, wenn man sich das so durchliest. Popschutz, Spielbrett, Krempel, Kompott. Kompott. So, das Folggeräusch kennst du bestimmt auch. Meistens folgt darauf ein Aua, Aua, Aua. Du hast deine Hose aufgemacht? Ja, die Eier aufgeschlagen. Ah. Ja, dem Geräusch hätte ich es jetzt, also, ja. Oh, das ist stabiler. Nee, jetzt wirklich auch nichts Nennenswertes passiert. Und das ist doch gut. Ich habe gestern Morgen so eine Wie geht's deinem Spülkasten? Der ist immer noch tot. Und die Termine sind jetzt zweimal verschoben worden für ein neues Badezimmerzeug. Ja. Das heißt, es dauert auch noch ein bisschen. Aha. Aber ich habe den Backofen repariert. Das sind ja diese Schienen an der Seite. Und da waren diese Schienenhalterungen abgebrochen. An der einen Seite. Mhm. Sprich, da hat nichts mehr gehalten. Und nach nur ein paar Wochen und so kleinen Ersatz-Dingsbumsen, wo man das reinsteckt, die für eine Seite 20 Euro kosten. Okay. Und einem Komplettausbau des Backofens, weil du musst es komplett ausbauen und auseinanderbauen, damit du das da wieder ranklemmen kannst.
Also hat ein bisschen gedauert, aber es geht wieder. Oh, ist das nicht toll? Ein Traum. Es war ein Erfolgserlebnis. Ja, die Schäden des Wasserschadens sind aber sonst behoben. Also. Sehr gut. Ja, sehe ich alles. Nein, ich haue nur überall dagegen. Okay. Dachte schon, das wäre so ein Flo krabbelt in den Backofen-Geräusch oder so. Noch nicht, das kommt noch. Ich müsste mich beeilen, der ist bestimmt gleich vorgehalten. Erstmal die Backform falten. Ich mache sie in Pfeifenform, das ist eine sogenannte Backpfeife. Oh. Ja, ich weiß, es tut weh, entschuldige. Ja. Meinem Garten geht es auch ganz gut. Ich hatte ja die Chili-Pflanzen nach den vereinzelten den Topf, wo die Reste drin waren, einfach stehen lassen und weitergegossen. Ich habe dann irgendwann auch hier hoch auf meinen Balkon gestellt, weil es war schön grün, es war okay. Warum nicht? Vor 2 Wochen habe ich gemerkt, er fängt langsam an zu blühen. Witzig. Gestern habe ich gesehen, das sind 3 schöne Chilis. Also kleine Chilis, aber schöne Chilis dran. Bin ich mal gespannt. Während die anderen fast reif sind zur Ernte, kommen die jetzt hier erst. Aber ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Im Wintergarten sollten sie auch. Ja, ich muss nachher auch nochmal raus in den Garten und gucken. Nur die Tomaten habe ich leider größtenteils entsorgen müssen. Also die waren echt... Schade. Ja. Ich habe es aber auch von anderen Leuten gehört, dass dieses Jahr irgendwie so rissig. Rissig und fleckig und löchrig waren. Huh. Ich weiß nicht. Nö, da habe ich Glück gehabt bis jetzt. Also meine tragen noch. Die sind nämlich also die Hälfte ist jetzt gleich durch. Flap, 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 flap. Ja. So was Spaß. Nicht wirklich. Jetzt. Und ansonsten, ich habe mich hier immer gefragt, ob es 1 oder 2 Eichhörnchen sind, die hier rumrennen. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, sie sehen anders aus. Mhm. Und gestern habe ich sie endlich mal zusammen gesehen. Also es sind mindestens 2. Ja. Und sie kommen mir beide recht klein vor. Das eine hat so ein, also beide sind so rötlich-braun. Das eine hat einen sehr großen weißen Bauchfleck. Das andere nicht so, deswegen kann man sie unterscheiden. Und ich glaube, die hatten ihren Spaß. Ich habe sie über 1 Stunde beobachtet, wie sie hier rum sind, über die Bäume gehüpft, haben sich selbst mal gejagt, haben Nüsschen gesammelt. Ja. Mhm. Ach ja, Eichhörnchen muss mal sein. Ja. Wenn man von Hand rührt, ist das anstrengend. Alles eine Frage des Trainings. Ach, du meinst, soll die andere Hand nehmen? Das muss aus dem Handgelenk kommen, nicht aus dem Arm. Ja, aber das Handgelenk tut eh weh vom vielen Wichsen. Ach, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ach, was soll's. Es sind keine Klumpen mehr drin, das reicht. Wie im echten Leben, ja. Womit wir wieder beim Thema Wichsen sind. Genau das. Quack. Ja. Es hat endlich abgekühlt. Sogar ziemlich. Ja, ich habe mir eben Wollsocken angezogen. Habe ich auch.
Und festgestellt, der Sommer dauerte viel zu lang. Ich bin so lange in Flipflops und Barfuß rumgelaufen, dass ich jetzt so breite Füße habe, dass ich nicht mehr in meine Anzugsschuhe passe. Oder ich habe größere Füße bekommen, was fatal wäre, weil es gibt Körperteile, von denen du dir nicht wünschst, dass sie ein Leben lang wachsen. Und Füße gehören dazu. Ja. Und andere. Andere Füße auch, ja. Vorderfüße zum Beispiel. Ah, ich müsste meine Hufe auch mal wieder schneiden lassen. Das ist jetzt das Geräusch, wie ich den Schneebesen ablecke. Oh ja. Und Schokoflecken auf den Laptop mache. Und sonst überall hin. Ich muss dich mal kurz einen kleinen Moment alleine lassen mit unseren Hörern und deinem Schneebesen. Unterhalte sie gut. Leider ist ja an so einem Schneebesen nicht viel dran. Dafür ist in meinem Gesicht jetzt umso mehr. Aber es ist schon Montag. Samstag wird hier wieder gewaschen. Bis dahin können die Flecken bleiben. So. Dann füllen wir den Teig nun in die Form. Wie Sie hören, hören Sie nichts. La 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 la. Der Teig ist etwa so zähflüssig wie diese Sendung. Nur schokoladiger. Ja, ja. Und sonst noch irgendwas so in der letzten Zeit? Ach, ich habe neues Liquid für mein Dampfdings und bin damit sehr zufrieden. Ich habe die Vorzüge von Traubenmarmelade auf Käsebrot entdeckt. Ich habe angefangen, mich mit Musiktheorie weiter zu befassen und viel Spaß daran, was mich ein bisschen schockiert, weil zu Schulzeiten hat das nie Spaß gemacht und ich habe es nicht gerafft. Jetzt macht's Spaß. Warum auch nicht? Ja. Das ist oft so, wenn man gezwungen ist, etwas zu machen, dann macht das keinen Spaß. Wenn man sich freiwillig damit beschäftigt. Genau. Deswegen bin ich eigentlich relativ froh, dass ich in der Schule nie so gezwungen war, großartig die Klassiker zu lesen. Hm. So konnte ich keine Abneigung entwickeln und habe heute damit doch schon ein bisschen Spaß. Da fällt mir ein, dass es auf den einschlägigen Strömungsportalen für Musik auch schöne Hörbücher gibt. So hat Spotify zum Beispiel eine Reklam- Sektion. Sanktion. Das andere. Wo man ganz viele Reklambüchlein vorgelesen bekommen kann. Wie zum Beispiel Der zerbrochene Krug oder Faust oder Erschreckend viel von Kafka. Ich mag Kafka. Ja, schon. Der hat halt nur eine Geschichte. Ah ja. Wir haben auch nichts zu erzählen und machen ständig neue Folgen. Wir sind wie Kafka. Nur mit weniger Tuberkulose. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Kafka würde dieser Podcast gefallen. Was für ein zweifelhaftes Qualität manchmal. Und damit habe ich einen Sendungstitel für uns. Wobei ich hatte, glaube ich, einen aufgeschrieben. Na, vielleicht nehme ich wieder den nächsten. Oder habe ich einen aufgeschrieben? Warum habe ich denn meinen Ordner mit dem aufgeschriebenen Zeug? Nee, ich habe scheinbar keinen aufgeschrieben. Gut, dann ist es gut, dass mir jetzt was eingefallen ist. Hier, Flo. Ja, was?
Wir setzen hier an der Stelle mal kurz einen gedanklichen Marker, weil wir hier wahrscheinlich dann schneiden müssen. Okay. Wir hatten mal vor einiger Zeit von der Dela eine Audio-Postkarte bekommen. Wollen wir die so langsam mal... Wo hab ich sie denn? Und was wichtiger ist, wo speichert der eigentlich diese Folge? Die Aufnahme läuft doch, oder? Ja. Ja, soll ich zur Sicherheit nochmal? Ich habe echt keine Ahnung, wo der das gerade hier abspeichert. Wahrscheinlich irgendein Default-Ordner. Nicht der gleiche wie sonst auch immer? Nein, ich habe so ein bisschen den Laptop mal aufgeräumt und so einige Einstellungen zurückgesetzt. Das war wohl ein Fehler. Ja. Ich könnte natürlich einfach gucken, wo der Optionen. Ja, also wenn ich das jetzt hier schnell finde, die Audio-Postkarte, werde ich die, ich weiß nicht, ob ich sie hier reinschneide oder hinten anhänge, weil wir sind ja auch faul. Also ich bin ja auch faul. Wir doch nicht. Aufnahme. Da warst du aber nicht. Ich werde es schon finden. Und wenn nicht, ist das halt hier die berühmte verlorene Episode. Also wenn ihr das hier hören könnt, könnt ihr es hören. Wenn nicht, dann... Warum rede ich mit euch? Echt verwirrend. Ich finde aber nicht mal, wo man es hinspeichern kann. Achso, der fragt ja immer, wo er es hinspeichern soll. Ich habe nicht aufgepasst, wo er gefragt hat. Ach, ich werde es schon finden. Im Notfall mache ich einfach nochmal eine Aufnahme danach und gucke, wo er mir vorschlägt. Ja. Ja. Aber mittlerweile ist der Backofen heiß. Ich sollte vielleicht mal die Schokostreusel auf den Kuchen machen. Also es sind keine Streusel, es sind so kleine Schokoblättchen. Ich habe daneben gekippt. Ja. Ich habe aber auch Sachen gelesen, die vielleicht nicht unbedingt Klassiker sind, aber vielleicht das mal werden. Du hast mein Buch gelesen? Nein, ich sagte Klassiker, nicht Abfall. So. So, hallo Radofen. Wie lange braucht das jetzt? Oh, ich habe so lange gebraucht, dass wir jetzt das Ende gar nicht mehr miterleben werden. Aber was soll's? Also falls die Welt gleich untergeht. Es macht ja nichts, es muss ja hier nicht anders sein als mit dem Ende der Menschheit. Genau. Ich lese momentan ein Buch, das großartig ist, von dem ich aber echt nicht weiß, was ich davon halten soll. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch so 150 Seiten vor mir. Ich mache so einmal im Monat mit Dela so eine Buchclub-Folge mit Dela Sastercast. Mhm. Ob ich bis dahin weiß, was ich darüber erzählen werde. Es ist echt, ja. Es ist sehr heftig und gleichzeitig sehr schön. Mhm. Na, da müssen wir wohl den Buchclub hören das nächste Mal. Ja, das ist sowieso immer ganz nett. Und ich gucke momentan eine Serie. Mhm. Zwei Staffeln, aber zusammen sind es nur 20 Folgen. Mhm. Der Exorzist. Mhm. Und es basiert halt auf dem Filmklassiker. Mhm. Und Mitte der Staffel merkt man dann wirklich, dass es damit auch zusammenhängt und nicht nur so die Grundidee hat.
Es ist echt ganz nett, also bisschen eklig manchmal, aber das gehört dazu. Ja. Kann man sich mal angucken. Vor allem ist es halt auch nicht so lang. Ja. Weißt du, was auch nicht so lang ist? Ja, aber wir wollten nicht mehr über meinen Penis reden. Oh, nicht mal ein kleines bisschen über das kleine bisschen. Na gut, reden wir lieber über Invader Sim, oder? Na gut. Da gibt es ja auch nur 27 Folgen und ich würde sagen, heute noch und das nächste Mal noch und dann sind wir durch. Yay. Dann können wir endlich mit diesem Podcast hier aufhören. Oh Gott, es wird auch Zeit, oder? Ja, wir haben immerhin schon Folge 30 hinter uns gebracht letztes Mal. Ja. Das sind 29 Folgen mehr, als ich erwartet habe. Das sind sogar 3 Folgen mehr als Invader Sim. Man soll halt gehen, wenn es am schönsten ist. Und das haben wir leider verpasst. Invader Sim ist damit quasi Mitglied im Club 27? Ja. Nur, dass er halt nicht tot ist, weil es gibt ja jetzt diesen neuen Netflix-Film, aber naja. Vielleicht ist er ein Zombie. Zombie-Alien-Invader? Du kennst doch bestimmt, da haben wir wieder einen Filmtipp, Plan 9 aus dem Weltall, oder? Nein. Du kennst nicht Plan 9 from Outer Space, wirklich nicht? Der schlechteste Film aller Zeiten? Mhm. Also er ist, warte, wenn ich alle Daten hier habe. Es ist ein Filmklassiker von Ed Wood. Den kennst du vielleicht, weil Tim Burton sein Leben verfilmt hat. Und da kommt halt auch dieser Film vor. Plan 9 aus dem Weltall. Ein Science-Fiction-Horrorfilm aus dem Jahr 1959. Mit bekannten Darstellern wie Bela Lugosi in seiner letzten Rolle. Er ist währenddessen gestorben. Oh, keiner hat's gemerkt. Ich glaube, sie haben es gemerkt, aber naja. Sie haben ihn dann einfach ersetzt, weil sie mussten das Ding ja zu Ende drehen. Also es geht darum, dass Außerirdische versuchen, die Menschheit zu erobern. Und dafür ja, lassen sich die Toten wieder aus ihren Gräbern steigen. Aha. Und das Ganze mit so grandiosen Spezialeffekten und so unglaublich tollen Schauspielern. Es ist... Ich würde mal sagen, heute könnte jeder Viertklässler einen besseren Film machen. Aber ja. Wood hat hier für diesen Film, um Gelder zu sammeln, hat er eine Baptistengemeinde angesprochen. Die wollten nämlich damit den Gewinnen aus diesem Film einen religiösen Film finanzieren. Und deswegen mussten sich aber auch alle Mitarbeiter des Films taufen lassen. Mhm. Ed Wood war aber Transvestit und hat bei dieser Taufe auch ein Kleid getragen. Das fanden die nicht so lustig. Und er musste auch den Original-Filmtitel ändern. Der war nämlich Grave Robbers from Outer Space und die Grabräuber, das war ihnen einfach zu blasphemisch. Ja. Ja, ist ja auch klar. Mitgespielt hat auch Vampira. Mhm. Die kennst du bestimmt. Mhm. Mhm. Und der Wrestler Thor Johnson. Alle natürlich aus finanziellen Gründen. Wobei es so wirklich viel, ja, wirklich viel konnten sie da wohl nicht verdienen.
Ja, also ich kann es absolut nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist so, so, so schlecht, dass es richtig Spaß macht. man hat halt ein Double für Bela Lugosi gefunden. Der Mann hatte natürlich nur überhaupt keine Ähnlichkeit mit Lugosi. Deswegen hat er mit seinem Dracula-Umhang immer sein Gesicht verdeckt, wenn er mal zu sehen war. Und der Film wird auch heute noch dafür verwendet, um Filmstudenten zu zeigen, wie ein Film nicht gemacht werden sollte. Mhm. Ja. Zum Beispiel wechselt sich Tag und Nacht einfach so mal zufällig ab. Friedhofsszenen, also klar, die Toten steigen aus ihren Gräbern. Mhm. Das sind dann aber ganz frische Gräber, die ganz neu gemacht sind, also die noch offen sind und bereits alte, verwitterte Grabsteine haben. Man sieht so Szenen, in der der Pfarrer bei der Bestattung ein Gebet hält. Man sieht aber auch ganz deutlich, dass er überhaupt keine Mundbewegungen macht. Nein. Ja. Großartig. Da gibt es eine Szene, in der Bela Lugosi aus dem Bild läuft. Mhm. Man hört aus dem Off kreischende Bremsen und der Kommentator erzählt, dass der Mann überfahren wurde. Man sieht übrigens vom Schatten her, dass er immer noch am Rand steht. Die Raumschiffe, also außer dass die mit Motorengeräuschen laufen, man sieht die Drähte natürlich ganz deutlich. Dann berichtet der eine Typ, dass die Raumschiffe die Form einer Zigarre haben. Wenn man sie sieht, haben sie Untertassenform, so ganz klassisch. Ja gut, aber Untertassen schräg betrachtet sehen schon zigarrenförmig aus. Nein. Doch? Ja, nein. Was? Wo? Wo? Dann gibt es Grabsteine und Kreuze auf diesem Friedhof, die einfach mal wackeln und umfallen, wenn die Leute so ein bisschen dagegen stoßen. Die Untoten, die aus ihren Gräbern gestiegen sind, haben saubere Kleidung an. Ist klar, wenn man sich durch die Erde wühlt. Die Polizisten fahren in einer Szene mit einem Polizeiwagen los zu diesem Friedhof und kommen mit einem ganz anderen Auto dort an. Oh Mann. Ja, es, und noch viel mehr. Also es, die, es gibt Figuren, die wohnen direkt neben dem Friedhof. Also wirklich direkt nebendran. Mhm. Fahren immer mit dem Auto vor. Das ist wie heutzutage auch. Ja, ich werde es nachher nicht anders machen, wenn ich in die Apotheke fahre. Ja. Du meinst die Apotheke neben euch? Ja. Naja gut, ich weiß, wie man bei euch parken muss. Das heißt, du wirst doch noch weit genug laufen müssen. Oh Gott, was ist das? Und es verschwinden ständig Sachen oder tauchen ständig Sachen auf, wie eine Figur rennt barfuß los und hat plötzlich Schuhe an oder bei einer Prügelei wird der Tisch umgestoßen und beim nächsten Schlag ist der Tisch überhaupt nicht mehr im Raum. Herrlich. Ja, es ist ein großartiger Film. Ich glaube, den muss ich mir ansehen, es hilft nichts. Ja, also Ed Wood hat ein paar wirklich schöne Filme gemacht. Glenn und Glenda, ein Transvestitendrama. Ja. Der Titel ist geil. Aber eigentlich sind wir hier, um über uns zu reden. Nämlich lästige Besserwisser. Ha. Hi, Flo. Hi, Schnupsi. Backseat Drivers from Beyond the Stars. Staffel 2, Folge 1 von Invader Sim. Ich fand die Folge gut.
Ich auch. Gut, machen wir weiter. Ja. Staffel 2, Folge 2. Also bei mir ist es ja jetzt schon ein paar tatsächlich Monate her, dass ich das geguckt habe, weil wir ja immer wieder verschoben haben. Bei mir ist es ein paar Minuten her, weil ich vergessen habe, dass wir Invader Sim gucken müssen. Na naja, gut, wir müssen dazu auch sagen, wir haben sehr spontan vor der Stunde entschieden, dass wir heute aufnehmen. Genau, eigentlich war übermorgen angepeilt und bis dahin hätte ich es bestimmt von selbst dran gedacht, dass ich es gucken muss vorher. Und, wir haben übermorgen angepeilt? Ich habe in meinem Kalender Mittwoch 19 Uhr stehen, ja. Lustig. Ich hatte in Erinnerung, wir haben noch gar nichts angepeilt, die Woche irgendwann mal. Naja, ja. Ha. So viel also, zum Thema Männer interpretieren nichts rein. Gut. Macht mir einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Die Allmächtigen Allergrößten fliegen an der Erde vorbei und Sim will natürlich angeben und seine neueste Waffe zur Vernichtung der Menschheit vorführen. Ein gehirnaussaugendes Monster. Den Allergrößten ist das natürlich wie immer egal. Sie haben Donuts. Oh ja. Und sie haben ein Problem, denn sie werden von Widerstandskämpfern angegriffen. Sim ist sauer und will die Allergrößten zur Landung auf der Erde zwingen. Das Ganze, also dass das Raumschiff immer näher kommt, das merkt auch Dip. Und der hat, und hier gibt es jetzt einen Rückgriff auf die letzte Episode der ersten Staffel, der hat noch Tex altes Raumschiff und macht sich damit auf, das Mutterschiff abzufangen. Es kommt dann also zu einem großen Kampf zwischen Sim, Tip, den Allergrößten, den Widerstandskämpfern, und dann bricht auch noch Sims Hirnsauger aus. Und die haben ja die Folge auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, doch, da habe ich kein Zitat zu. Anders als zur nächsten Folge. Ich habe die Folgen ja damals mit dem Patenkind geguckt. Aha. Und hier ist es eben... Ach, noch etwas. Die erste Staffel endete im Mai 2002. Aha. Und diese zweite Staffel startete in den USA tatsächlich erst im Juni 2006. Ui. Also da war lange Zeit dazwischen. Also wie gesagt, ich habe mit dem Patenkind geguckt und dem ist hier was aufgefallen, was in den weiteren Folgen auch noch immer vorkommt. Und er hat tatsächlich etwas entdeckt, das wir noch nicht entdeckt haben. Oh. Nämlich die geheime Agenda in Invader Sim. Mehr dazu, wenn wir die Folgen durch haben. Jetzt bin ich neugierig. Nicht hungrig? Das auch. Unter anderem, weil... Oh. Mortos, der Seelendieb. In der Folge 1 fand ich es sehr hübsch, dass sich Gir als Truthahn verkleidet. Ja. Das ist nämlich auch schon wieder einer der Punkte. Und dass die Allergrößten diese vielen Donuts haben. Und es geht ihnen eigentlich hauptsächlich darum, diese Donuts zu retten. Da war ich mir nicht sicher, weil die diese Rebellen, diese Widerstandskämpfer auch nicht vorhaben, das Schiff quasi zur Explosion zu bringen oder zu zerstören, sondern die Snackbehälter außen am Schiff zu zerstören, um an die Snacks zu kommen. Genau. Das war das, was das Patenkind gesagt hat. Es geht immer nur ums Essen. Es geht immer nur ums Essen. Jetzt in Folge 22 haben wir zwei Geschichten. Ja. Da werden Seelen gegessen und Waffeln. Verdammt, das Patenkind ist gut. Ja, und in der dritten Folge geht es noch so weit. Also, machen wir mal weiter. Wir haben Mortus hier, der Seelendieb. Genau, ja. Mortus der Soulstealer. Das muss man, glaube ich, betonen, dass es ja auch ein der ist. Und Dip will Sim vernichten, indem er dieses Wesen, das alle 1000 Jahre auf die Erde kommt, mit
ja, magischen Kräften, ich habe vergessen, wie ich meinen Satz angefangen habe, er will dieses Wesen nutzen, um es zu vernichten. Aber Mortos, der Seelendieb, ist nicht ganz so, ja, drauf. Dann weiß ich nicht mal. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock, sich von so einem kleinen Dip da irgendwie vorschreiben zu lassen, was er machen soll. Er nutzt ja, aber vom Prinzip müsste er das, ja, weil im Katalog steht, dass er einem Sterblichen einen Wunsch erfüllen muss, wenn er auf die Erde kommt. Das findet er zwar scheiße, muss es aber akzeptieren. Das macht er ja auch später noch. Aber erstmal will er ganz in Ruhe was essen, neue Klamotten und ein bisschen Spaß haben und ja, Dip muss dafür bezahlen. Und währenddessen sehen wir auch Sim immer wieder auf dieser Straße. Mit einer Kiste. Ja. Großartig. Also, mit einer Kiste voller mutierter Parasiten. Ja. Jens, ja? Bitte? Nein, nein, mach du ruhig, warte. Du hast keine Struktur. Ich habe überhaupt keine Struktur. Ich wollte nur sagen, es endet halt damit, dass Mortos tatsächlich einem Sterblichen einen Wunsch erfüllt. Es ist halt nur nicht Dip. Und dann verschwindet er wieder für 1000 Jahre. Und wohin verschwindet er? In die Unter-Über-Unter-Unter-Überwelt? Ja, irgend sowas. Und ich möchte auch, also, ich fand Mortos sehr cool. Ja. Unter anderem wegen seiner Vorstellung. Also in, ja, in genau. Production. Männer verstecken sich hinter Möbelstücken, Frauen spucken vor Terror, Tiere entleeren ihre Därme, wenn sie Mortos sehen. Ja. Da haben wir Gemeinsamkeiten. Endlich normale Seelendiebe. Ich mochte auch das Design von Mortos. Er sieht so aus wie ein Podcaster. wie ein befreundeter Podcaster. Was? Nein, warte. Hi, Dela. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Bildersuche. Ja, muss Mortos Invader Sim eingeben. Ich gucke nämlich auch gerade, ob ich das finde, was ich suche, denn ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Mortos einen Gürtel hatte, irgendwann mal, den ich cool fand, aber ich sehe kein Bild von ihm mit Gürtel. Ich sehe eins von ihm mit offenem Hosenschlitz. Ja, wo er in dem Fastfood-Restaurant steht und ja, und auf dem Friedhof hier ist ja auch eins, aber naja, aber ich mag Mortos. Er sieht aus wie Ralf. Ich höre keine Widerworte, dann können wir weitermachen. Ralf, okay. Ach ja, es, Sim isst Waffeln. Sim eats Waffles. Diese Folge fand ich wirklich absolut großartig. Also Slapstick pur und unglaublich viele Waffeln. Ja. Dip bittet Gir, eine Videokamera im Sims Haus zu verstecken. Und der macht das natürlich auch, weil warum nicht? In der Küche. Ja. Dip will Sim dabei überführen, wie er Pläne aufsteckt, die Menschheit zu vernichten. Aber Sim isst bloß sehr, sehr viele Waffeln. Gut, und ein paar Klone, wenn ich mich richtig erinnere, aber sonst. Eine großartige Folge. Vollkommen bekloppt. Ja.
Aber mit Waffeln. Vielen Waffeln. Sehr vielen Waffeln. Huch, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Ah, da. Das hat gekitzelt. Na, das hoffe ich doch. Haben wir noch was zu sagen zu den Waffeln? Esst mehr Waffeln! Ich habe da noch eine Frage. Vielleicht habe ich da kurz auf mein Handy geguckt und es nicht mitbekommen, aber in dieser Folge taucht ein riesengroßer Kalmar auf. Ach ja, stimmt. Warum? Oh Gott, also wirklich, du stellst Fragen. Das ist symbolisch gemeint. Ah, okay. Ja, du hättest die Klassiker lesen müssen. Zum Beispiel gibt es in Goethes Faust diese eine Szene, wo Faust auf dem Klo sitzt und Waffeln isst und da taucht dieser riesen Kalmar auf. Da bin ich wahrscheinlich gestern eingeschlafen, als ich auf Spotify das Reklambuch von hier, ne, Reklam-Hördings Faust gehört habe. Ja. Oder Krieg und Frieden und der Riesenkalmar. Ich verstehe. Karl Marx, der Kalmar. Und ich glaube, es gab sogar mal ein Romanheft. Dr. Stefan Frank, der Riesenkalmar. Dem die Frau vertrauen. Doktor, Sie haben aber kalte, wie heißt die Dinger? Dann mir fallen wieder Worte nicht ein. Haben Sie einen harten Chitinpanzer oder freuen Sie sich so, mich zu sehen? Ach ja. Mein Kuchen könnte doch noch kurz vor Sendeschluss fertig werden. Machen wir mal weiter mit Tumult in Simsgarten, Girl Who Cried Gnome und ein Raumschiff erwacht, Dipship Rising. In der ersten Geschichte lernen wir Moffi kennen. Ein Pfadfindermädchen, das Sim Kekse verkaufen will. Hier haben wir übrigens wieder das Thema der Nahrung. Moffi wird verjagt und bleibt im Vorgarten mit den Beinen im Erdloch stecken. Nicht irgendein Erdloch, bitte, ja? Ja. Sim lässt zur Verteidigung seinen Roboterhamster los, der den ganzen Garten durchtunnelt. Und in einen so einen Tunnel bricht das Mädchen ein. Ja, das ist die... kracht ein bisschen mit dem Fuß durch die Erddecke und steckt fest. So ungefähr. Und sofort ist natürlich das Fernsehen zur Stelle. Sogar der Präsident kommt, weil alle sind da, alle wollen diesem Mädchen helfen. Und sobald sich einer ihr nähert, kreischt sie drauf los. Und es wird sogar eine Rüttelmaschine gebaut, die den ganzen Planeten ins Wanken bringen soll, um sie zu befreien. Das ist natürlich Dips Plan, Sims Plan. Und Dip will das natürlich verhindern. Und irgendwie ist Dip hier wieder mal der Einzige, der sich so halbwegs rational verhält. Wie so häufig? Dankt es ihm keiner, wie so häufig. Also letztendlich wird das Mädchen einfach aus diesem Erdloch gezogen, denn sie hatte einfach den Fuß da drin stecken und fertig, raus und gut. Und irre ich mich oder bleibt Dip dann stecken? Du irrst dich nicht. Gut. Dip ist natürlich kein niedliches Pfadfindermädchen, deswegen... kommen keine zur Rettung. Genau. Auch diese Folge fand ich eigentlich ganz lustig, auch wenn ich Moffi extrem nervig fand. Ja. Aber hat Spaß gemacht und dann im zweiten Teil der Folge, da greifen wir wieder auf Handlungen zurück, die wir schon hatten. Denn Dip untersucht das Raumschiff von Tech. Und erweckt die künstliche Intelligenz zum Leben, die das ganze Ding bedient. Mhm.
Er will diese künstliche Intelligenz durch seine eigene Persönlichkeit ersetzen und hat damit leider ein bisschen mehr Erfolg, als er eigentlich wollte. Und das Schiff glaubt jetzt, dass er der echte Dip sei. Und geht auch zur Schule und so weiter. Und Sim erfährt von der Sache. Und dann kommt es zum großen Showdown in der städtischen Müllhalde mit Dip, Sim, dem Raumschiff. Und es kann nur einen geben. Naja, oder zwei zum Schluss. Aber ja. Ich überlege gerade, um was für Essen es hier ging. War das, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil ich jetzt noch so viel Sim auf einmal geschaut habe, aber ist das die Folge, wo Gir gerufen wird und in einer Ecke auftaucht und sagt, ich habe Kartoffelbrei gemacht und das ist sich dazu stellt möglich. Und sagt, ja, Kartoffelbrei und Muffins. Und hat nicht dieser ein, sie haben irgendwie noch so einen Fußgänger dann zum Schluss noch erwischt, oder? Der auch irgendwas zu essen dabei hat, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ist schon länger her bei mir. Es kam auf jeden Fall Essen wieder drin vor. Ja, ein großes Danke an das Patenkind für diese... Wie sagt man denn? Für dieses Dings, einleuchtend, Schema gefunden, toll. Offenbarung. Danke. Ja, wir werden auf jeden Fall bei den letzten vier Folgen ein Auge drauf haben. Ob das jetzt nur Zufall war oder ob es wirklich sich so als Thema durchzieht. Ich muss aber sagen, tatsächlich hat diese zweite Staffel mit ihren ersten drei Folgen einen ziemlich guten Lauf. Yep. Also ich hatte richtig viel Spaß. Und ich bin jetzt gespannt, ob es so auch noch bis zum Ende weitergeht. Das hoffe ich auch, weil... Ja, es hat eindeutig ein bisschen mehr Schwung. Ja. Nicht so viele Durststrecken zwischendrin. Und es ist auch, es wird immer mehr auf frühere Folgen Bezug genommen. Das ist also nicht so, dass jede Folge ihr eigener Blödsinn ist, sondern gerade diese Sache mit Tex Raumschiff taucht ja doch wie so ein roter Faden immer wieder auf. Doch, also ich bin sehr angetan bis jetzt von dieser zweiten Staffel. Auf jeden Fall. Tja, Max, hätten wir das auch wieder. Ja, sonst so. Was macht der Kuchen? Der braucht noch 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Ja. Oh. 10 Minuten Schweigen. Kriegen wir hin. Huch. Ich lese übrigens gerade, dass zum Zeitpunkt, als Nickelodeon die Show gecancelt hat, 23 Folgen und ein Fernsehfilm in Planung waren. Tatsächlich waren sogar 17 Folgen in Produktion, als die Serie gecancelt wurde. Okay. Und die werden wir also nie sehen können, leider. Sehr schade. So was aber auch. Ja. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir mit Sim durch sind? Ach, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir hören dann auf. Das können wir unseren zwei Hörern nicht antun. Doch. Dann verlieren wir aber ganz viele Nicht-Hörer. Wir verlieren so viel. Jonan Vasquez, der Creator von Sim, hat die Erfahrungen... die er mit Nickelodeon gemacht, als Absolute Misery beschrieben.
Aha. Ich war im Kino. Oh, was hast du denn gesehen? Once Upon a Time in Hollywood. Oh, da reden wir das nächste Mal drüber, denn heute oder am Mittwoch gehe ich das auch gucken. Vermutlich macht das am Mittwoch, aber ja, gut. Der beste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Dann, ich freue mich drauf. Also es ist fest eingeplant, dass ich den diese Woche auch noch gucken gehe. Morgen geht es nicht, weil morgen, also ich wäre ganz gerne morgen gegangen, dann läuft er ein bisschen früher. Aber morgen startet die nächste Aufnahmesession für den Mesh unter Messer Podcast. Und das kriege ich dann nicht zusammen. Aber ja, auf jeden Fall noch diese Woche. Sehr gut, sehr gut. Worüber können wir noch reden? Das neue Album von Swan Valley Heights ist draußen. So. Ja, sehr gutes Album, sehr kurzweilig. Ich komme irgendwie sehr wenig zu Musik hören in letzter Zeit. Das finde ich sehr schade. Ja, ist wahrscheinlich wieder so Musik, die nur ich gut finde. Das ist wieder so Psychedelic, ja. Stoner, Metal-Gedöns. Du weißt, dass mein Musikgeschmack auch ein wenig nicht der Masse entspricht. Nicht meiner Masse entspricht. Was gab es da noch so? Lass mal kurz gucken. 3 neue Telegram-Nachrichten. Das ist mir doch egal. So. Telegram-Nachrichten. Bist du beim Funheim dabei? Hab noch gar nicht gesehen. Wann denn? Warte, ich habe neue Telegram-Nachrichten. Da steht's drin. Ich könnte ja auch nachgucken, aber da müsste ich das aufmachen. Angeheftete Nachricht. Blablabla. 28.09. 10.30 Uhr in Ralfingen. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich guck mal. Nein, Flo. Ja, bitte. Das wäre wieder ein Funheim, wo einer von uns beiden fehlt. Ja, so muss das sein. Nein. Doch, nur so können wir die Legende aufrechterhalten, dass wir in Wirklichkeit eine und dieselbe Person sind. Genau. Ich bin nur eine Persönlichkeitsabspaltung von Flo. Das habt ihr jetzt davon. Ich rutsche von meinem Stuhl. Und mein Hintern schläft ein. Ich werde mal gucken, Wusstest du, dass Dip ursprünglich in der Episode Bad Bad Rubber Piggy, ich glaube, das war das mit dem Hamster, also dem Klassenhamster, sterben sollte. Ja. Und Nickelodeon wollte nicht, dass in ihrer Kindershow jemand ermordet wird. Und, aber dafür gibt es in der Episode Hamstergeddon, wir erinnern uns, etwa 70 Tote. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ich bin da ein bisschen müde. Du auch. Oh, sehr schön. Immer zu müde. Ach, fucky. Jetzt? Aber der Kuchen ist doch gleich fertig.
Den können wir doch irgendwie da mit einbinden. Nein, Schatz, es ist wirklich wieder Schokolade am. Wow. So. Nun, dann 3 Minuten müssen wir noch rumkriegen. Gut, dann lasse ich dich mal kurz alleine. Okay. Bis gleich. Ciao. Ich sehe ja gerade, wenn wir diesen Podcast noch rechtzeitig veröffentlichten, am 13. September gibt es eine Veranstaltung, in der der Geist von Margaret Thatcher über einen No-Deal-Brexit spricht. In London. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die empfohlene Reservierung wirklich notwendig ist. Es kostet aber erstmal nichts. Es ist nur eine empfohlene Spende von 5 Pfund. Ja, also sie spricht darüber, ob sie ein Engel oder ein Teufel war und wo ihr Geist nun ist. Sie erzählt ihre Botschaft den Leuten des Vereinigten Königreichs und was sie über die aktuelle Brexit-Debatte denkt. Ja, ganz bestimmt, ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich rutsche übrigens immer noch von meinem Stuhl. Aber ich muss eben vom Stuhl rutschen, denn gleich wird es piepen. Und ich komme nicht mehr hoch. Wie beim Sex, nur mit mehr Kleinern. Da, was habe ich gesagt? Pfannkuchen. So. Das war's dann auch für heute. Ich warte nicht mehr drauf, dass der Typ da zurückkommt. Ich mache jetzt ganz schnell aus. Auf Wiedersehen. Hallo, lieber Hendrian und hallo, lieber Flo. Ich wollte euch nur auch eine kleine Audiopostkarte aus dem Urlaub schicken. Ich sitze hier gerade in Bad Schlemer zwischen zwei plätschernden Springbrunnen mit Blick auf die ehemaligen Halden und den Musikpavillon. Ich habe gerade einen sehr wundervollen Flammkuchen gegessen und verdammel jetzt hier so meinen letzten vollen Urlaubstag. Ja, ist sehr schön hier. Es gibt viele kleine Miezekatzen, die hier durch die Gegend laufen. Ich kann ganz viel planschen. Und ja, mir geht's gut. Wie geht's euch? Ich hoffe, alles ist schick. Und der Lebenswille hält noch ein paar Weile. Und Hendrian, ich hoffe, du hattest auch einen wunderschönen Urlaub.
Flo, wie gesagt, du, wie immer, ne? Versuch irgendwann mal zu schlafen. Und wir sehen und hören uns dann bald wieder. Es ist mir eine Ehre, euch zu kennen und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt gleich in die Plansche verschwinden und dann für die nächsten Jahre weiter an meiner Teamatmung arbeiten. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Tschüss, eure Dela.